Build yourself a glorious past. This is what my grandmother told me, and I try to live by that rule every day of my life. She said that there comes a time when you're just too old for new experiences. By then, all you can do is sit down and spend the time you have left reliving your memories. Today, I want to challenge this assumption, because what if we can build ourselves a glorious past even in the last period of our lives? What if we never stop being active and always keep dreaming, no matter how old we are? And what if the only thing we need in order to do it is just a bit of support? Today, I will tell you about the Papillons, a unique theater ensemble of children and people of old age, some suffering from dementia. And I will use their story to show you that life is not over until it's over. And if you're not dead yet, this story concerns you too. So, nochmal, Fatima, du bringst den Ton an Boris. Ein bisschen zügiger, sonst sind die Kinder ja wahnsinnig. Toll, Fatima. This is Christine, and she's the initiator and director of the Papillons. Kyrie eleison, Kyrie eleison. It is the final rehearsal before they start another show of their very successful play, The Passengers. The play tells different stories inspired by the personal history of the participants. Es ist heute ausverkauft und morgen ausverkauft. Ihr glaubt nicht, wie die Berliner Bevölkerung das total toll findet, was wir machen. Das muss man mal so sagen. Klasse. Wie macht man ein Theaterstück mit Leute mit Dementia? Es braucht nämlich gewisse Tricks, denn wir können ja nicht davon ausgehen, dass Menschen sich irgendwie ein Stichwort merken können. Und diese Tricks, die bauen wir so, dass die Menschen sich wohlfühlen. Wenn ihr euren Alten begegnet, was sagt ihr dann gleich am Anfang? Hallo Ursula. Prima. Und was sagst du dann zu Ursula? Ich erinnere mich, dass dir was ganz Schlimmes passiert ist. Ja, das war 1947. The play is written in such a way that it gets the children to play a crucial role in it. Die haben wirklich einen harten Job, ne? Denn die müssen sozusagen die Akteure und Akteurinnen erinnern an ihr eigenes Leben, als die nun selber Kinder waren. Ich musste jeden Samstag in unserem Haus oder um unser Haus herum klären. Und wie ist es mit Kindern zu arbeiten? Na, es bringt mir etwas Auflockerung. Ja. Bei Kindern weiß man das noch nicht so genau. Gibt es nicht andere interessante Sachen, die du machen kannst? Zum Beispiel Fußball spielen, Computerspielen. Warum machst du das? Weil es Spaß macht, mit anderen Menschen zusammen was zu machen. As I was watching the Papillons work and perform, I started to see the importance of this project. You see, it's not just about spending time with people of old age. There was something more to it. Du hast jetzt eine neue Freundin getroffen. Ja, das ist ein Schatz. Das ist wirklich ein lieber Schatz. Was magst du am besten? Dass man hier alt und jung zusammentrifft und dass man halt Theater spielt. Ja, es ist nochmal die Vergangenheit. Vor allem die direkte Nachkriegsvergangenheit noch mal so in den Vordergrund gedrückt. Das war in der Zwischenzeit längst weg. Die Leute sind danach, merkt man auch, sind viel selbstbewusster. Sie sind nicht, sie haben eine Bereicherung, das merkt man in ihrem Leben. The benefits of such a project are obvious to all of us. So I was wondering if there are a lot of projects like this. Also der Staat guckt nicht in ein Pflegeheim und auch nicht dahin, wo Menschen hochaltrig sind und eben nicht mehr so lange leben. Even though it was very hard to make this dream financially possible, with the help of the retirement home, crowdfunding and a lot of support from Union Hilfswerk, which is an amazing organization that I will tell you a lot about in the future, Christina and her team had managed to create something important and multigenerational. Our systems may see the last stages of life as a period with no future, and this is the reason why they tend not to invest in them. But what the Papillons prove is that even in these late stages of life, there is always room for new beginnings. Und ich fand es also prima und finde vor allen Dingen toll, dass ich in meinem Alter noch die Möglichkeit hatte,
zu schauspielen. War es ein Traum immer oder ist es ein Traum? Nee, das war nie ein Traum, aber in letzter Zeit ist es zum Traum geworden. So if you take something from this episode with you, please let it be this. Life is short and we must enjoy every minute of it. And when I say every minute, I mean every minute. Because it's not over until it's over. And until then, there's always room to grow. Ich lebe immer heute. Das gestern war, ist vorbei. Und das morgen, das kommt noch auf mich zu. If you found this episode interesting, please remember to press the like button so it can continue spreading to other people. If you like this channel, consider subscribing and becoming one of our growing Good Ones community. I'd like to thank you for watching. And until we meet again, look for the good ones. If you liked this episode, go check out this one next. It's about Die Irrlichter, a theater group that shows us that everyone is equal, no matter what limitation they experience in real life.